Warum hat Draco Malfoy Harry Potter am Herrenhaus der Malfoys nicht identifiziert? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir einen Abschnitt aus den Heiligtümern des Todes besprechen, in dem Draco Malfoy und Harry Potter eine zentrale Rolle spielen. Genauer gesagt geht es um den Moment, in dem Draco Malfoy es versäumt, Harry Potter in Gegenwart seines Vaters und auch anderen Todessern zu identifizieren. Was ich genau untersuchen möchte, ist, warum? Hat Draco es einfach nicht erkannt, dass es Harry war? War es ein Akt der Selbsterhaltung? Oder war dies Dracos Chance auf eine Form der Erlösung? Lasst uns direkt eintauchen. Alles beginnt im Kapitel 23 der Heiligtümer des Todes, im Herrenhaus der Malfoys, wo es einige Verwirrungen um Harrys Identität gab, da er nicht so aussah, wie er normalerweise aussieht. Mal sehen, wen wir da haben, sagte Greybacks hämische Stimme von oben, und Harry wurde auf den Rücken gedreht. Ein Lichtstrahl aus dem Zauberstab fiel auf sein Gesicht und Greyback lachte. Um das runterzuspülen, brauche ich Butterbier. Was ist mit dir passiert, hässlich? Harry antwortete nicht sofort. Ich sagte, wiederholte Greyback, und Harry erhielt einen Schlag auf das Zwerchfell, der ihn vor Schmerzen zusammenzucken ließ. Was ist mit dir passiert? Gestochen, murmelte Harry. Gestochen worden? Ja, so sieht es aus, sagte eine zweite Stimme. Wie ist dein Name? Knurrte Greyback. Dudley, sagte Harry. Und dein Vorname? Vernon. Vernon Dudley. Und warum war Harry so unerkennbar? Nun, kurz bevor er von den Schnappern gefangen genommen wurde, gelang es Hermine, schlau wie immer, einen stechenden Zauber direkt in Harrys Gesicht zu feuern. Es war ein Brandzauber, der genau das bewirkte, was sie wollte, und zwar, dass Harry unerkennbar war. Die daraus resultierende Schwellung entstellte sein Gesicht so sehr, dass er nicht mehr zu erkennen war. Doch trotz Hermines schnellem Einfallsreichtum bei ihrem Versuch, Harry unkenntlich zu machen, gab es immer noch Dinge, an denen man Harry leicht erkennen konnte, wie seine Narbe und seine charakteristische Brille. Was ist das auf deiner Stirn, Vernon? Fragte er leise. Sein Atem stank in Harrys Nase, als er einen schmutzigen Finger auf die Narbe drückte. Fass sie nicht an, schrie Harry. Er konnte sich nicht zurückhalten. Er dachte, ihm würde vor Schmerzen schlecht werden. Ich dachte, du trägst eine Brille, Potter, hauchte Greyback. Ich habe eine Brille gefunden, brüllte einer der Schnapper, die ihn hinter Grutt schlichen. Da war eine Brille im Zelt, Greyback, warte! Und Sekunden später wurde Harrys Brille wieder auf sein Gesicht gerammt. Die Schnapper kamen jetzt näher und starrten ihn an. Es ist, krächzte Greyback, wir haben Potter erwischt! Die Schnapper waren sich sicher, Harry identifiziert zu haben. Aber letztlich war die Entscheidung, Harry zu identifizieren, bevor sie den dunklen Lord alarmierten, bei Draco, da er ihn am besten kannte. Sie haben Potter, sagte Narcissas kalte Stimme. Draco, komm her! Nun, Draco, sagte Lucius Malfoy. Er klang eifrig. Ist er es? Ist es Harry Potter? Das kann ich nicht, ich bin mir nicht sicher, sagte Draco. Er hielt sich von Greyback fern und schien genauso viel Angst davor zu haben, Harry anzuschauen, wie Harry davor, ihn anzuschauen. Aber schau ihn dir genau an. Schau, komm näher. Harry hatte Lucius Malfoy noch nie so aufgeregt gehört. Da ist etwas, flüsterte er. Es könnte die Narbe sein, die sich zusammenzieht. Draco, komm her, sieh genau hin, was denkst du? Harry sah Dracos Gesicht jetzt aus der Nähe, direkt neben dem seines Vaters. Sie waren sich außerordentlich ähnlich. Aber während sein Vater vor Aufregung außer sich war, war Dracos Gesichtsausdruck voller Widerwillen, ja sogar Angst. Ich weiß es nicht, sagte er und ging zum Kamin, wo seine Mutter ihn beobachtete. In diesem Moment hätte Draco das Schicksal der Zaubererwelt völlig verändern können. Er hätte seinen Familiennamen rehabilitieren können, die Ehre seines Vaters zumindest in den Augen von Lord Voldemort wiederherstellen können, ein Star unter den Todessern werden können und gleichzeitig auch Voldemorts Aufstieg zur Macht sichern können. Was führte also zu seiner Untätigkeit? Ich habe paar verschiedene Antworten darauf, warum das geschah, was geschah. Der erste Grund ist Selbsterhaltung. Die erste Möglichkeit, die ich untersuchen möchte, meiner Meinung nach ist dies die unwahrscheinlichste, ist, dass Dracos Untätigkeit einzig und allein das Ergebnis eines Selbsterhaltungstriebes war. So unwahrscheinlich es auch ist, es besteht immer die Möglichkeit, dass Draco sich einfach nicht zu 100% sicher war, dass dieser entstellte, geschwollene junge Harry Potter war.
In diesem Fall wäre Dracos Unfähigkeit, Harry zu identifizieren, von seiner Angst hergerührt, Harry zu verwechseln. Wenn Draco tatsächlich bestätigt hätte, dass es sich bei dieser Gestalt um Harry handelt und Voldemort angerufen worden wäre, nur um herauszufinden, dass es nicht Harry war, dann wäre es für ihn und seine Familie nur noch viel schlimmer geworden, als es vorher bereits war. Im Buch gesteht sogar Harry ein, dass er sich selbst nicht erkannt hätte. Harry stand vor einem Spiegel über dem Kamin, ein großes vergoldetes Ding in einem kunstvoll verschnörkelten Rahmen. Durch die Schlitze seiner Augen sah er zum ersten Mal, seit er Grimmauld Place verlassen hatte, sein eigenes Spiegelbild. Sein Gesicht war riesig, glänzend und rot, jedes Merkmal durch Hermines Fluch verzerrt. Sein schwarzes Haar reichte ihm bis zu den Schultern und um seinen Kiefer lag ein dunkler Schatten. Hätte er nicht gewusst, dass er es war, der da stand, hätte er sich gefragt, wer seine Brille trug. Er beschloss nicht zu sprechen, denn seine Stimme hätte ihn sicher verraten. Dennoch vermied er den Blickkontakt mit Draco, als dieser sich näherte. Aber glaube ich, dass das dieser Grund für Dracos Untätigkeit war? Wahrscheinlich eher nicht. Die nächste Möglichkeit, die ich erörtern möchte, ist, dass Draco, obwohl er ein Anhänger der Ideologie der Todesser war, seine Kindheitsbekanntschaften einfach nicht in Gefahr bringen wollte. Draco wusste, dass wenn er Harry ausliefern würde, dass dies das Ende für Harry, Ron und Hermine bedeutet hätte. Obwohl Draco diese drei verabscheute oder zumindest ließ sein bisheriges Verhalten darauf schließen, wollte er nicht die Ursache für ihren Tod sein. Wollte er Ruhm für seine Familie? Ja, natürlich. Wollte er die Herrschaft der Todesser? Mag sein. Aber er wollte nicht, dass irgendetwas davon auf Kosten des Lebens seiner alten Klassenkameraden ging. Noch eine Möglichkeit ist Unwissenheit. Die nächste und wahrscheinlichste Möglichkeit, die ich diskutieren möchte, ist, dass Draco den Ideologien der Todesser überhaupt nicht mehr anhing. Vielleicht hat er immer nur geredet, aber er war nicht bereit, den Worten Taten folgen zu lassen. Die Ereignisse des Halbblutprinzen hatten ihren Tribut von Draco gefordert. Und der ewig griesgrämige Junge, der immer eine Art falsches Selbstvertrauen ausgestrahlt hatte, war zu einem nervösen Wrack geworden, nachdem er den Auftrag erhalten hatte, seinen Schuldirektor zu töten. Während wir Zeugen seines Niedergangs wurden, nachdem er den dubiosen Auftrag erhalten hatte, um Dumbledore zu töten, sahen wir, wie Draco von jemandem beeinflusst wurde, der er selber nicht war, der so wenig mit seinem früheren Selbst zu tun hatte. Der Tod von Dumbledore auf dem Astronomieturm und der Tod von Charity Burbage, die in seinem eigenen Haus gefoltert und getötet wurde, hatte Draco dazu gezwungen, seine Ignoranz zu erkennen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es Draco war, der diese Räder in Bewegung gesetzt hat, indem er den Todessern erlaubte, Hogwarts über das Verschwindekabinett zu infiltrieren. Es ist wahrscheinlich, dass Draco die Verantwortung für Dumbledores Tod hasste. Er hasste das Gefühl und er wollte vermeiden, noch mehr Blut an seinen Händen kleben zu haben. Draco, der seine ganze Kindheit über schreckliche Schimpfwörter von sich gegeben hat und nur die Stimme seines Vaters nachahmte. Draco hasste nicht wirklich Muggelgeborene oder Blutsverräter. Er war nur unwissend und zu jung und unklug, um das Gegenteil zu erkennen. Nachdem er zum ersten Mal Zeuge des Todes geworden war, erkannte Draco, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen seinen kleinen Beleidigungen gab und der Verurteilung seiner alten Klassenkameraden zu einem langen, schmerzhaften und vor allem öffentlichkeitswirksamen Tod. Wenn man das weiterdenkt, ist es möglich, dass Draco sich einfach zu fragen begann, wie eine Zukunft unter Voldemorts Herrschaft aussehen könnte. Und die Zukunft sieht folgendermaßen aus. Noch ein paar Jahre zuvor war Draco völlig unbekümmert, aber jetzt folterte er im Namen der Todesser für Voldemort, sah zu, wie seine Professoren ermordet wurden und musste mit ansehen, wie sein Vater von dem Mann, der neue Herrscher der Zaubererwelt sein sollte, erniedrigt wurde. Es war kein Spiel mehr und das dunkle Mal auf seinem Arm erinnerte ihn an jeden Moment, den er wach in dem Albtraum verbrachte, zu dem sein Leben geworden war. Die Identifizierung von Harry hätte seine einzige Chance auf ein normales Leben zunichte gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Draco "Ich weiß nicht" gesagt hat und nicht "Nein". Aber was hat das zu bedeuten? Meiner Meinung nach war die Tatsache, dass Draco nicht rundheraus leugnete, dass es sich bei dieser unbekannten Gestalt um Harry handelte, nie ein Zeichen dafür, dass er seinem alten Schulkameraden etwas Böses wünschte.
Seine Unentschlossenheit war einfach das Produkt seines Verstandes, der den Weg, den er eingeschlagen hatte, mit dem Weg abwog, den er jetzt nehmen musste. Die letzte Frage, die in dem Zusammenhang beantwortet werden muss, ist, warum Dracos Vater Lucius nicht in der Lage war, Harry zu erkennen. Lucius hatte Harry schon mehrfach getroffen und wusste, mit wem Harry sich herumtrieb. In der Kammer des Schreckens erwähnt er gegenüber Hermine, dass Draco ihm alles über sie erzählt hat und weist sogar auf Rons rote Haare hin. Es ist auch nicht so, dass Harrys ikonische Narbe ein großes Geheimnis wäre. Lucius kommentiert Harrys Narbe schon früher in der Saga. Verzeih mir, deine Narbe ist legendär. Jetzt nochmal ein kleines Fazit. Die Sache ist die, Draco hätte es wahrscheinlich getan. Aber ohne absolute Gewissheit wäre es eine sehr schlechte Entscheidung gewesen, Voldemort zu rufen. Vor allem, wenn sich herausstellte, dass es nicht Harry war. Lucius stand bereits in Voldemorts schlechten Büchern und seine Zeit weiter zu verschwenden wäre sehr, sehr schlecht für ihn und seine Familie gewesen. Sie brauchten die Bestätigung, dass es Harry war, ohne auch nur den geringsten Zweifel, und Draco wäre der Einzige gewesen, der diese Bestätigung hätte geben können. Aber wie wir wissen, hat sich die Sache nicht so entwickelt, weil Draco es nicht so wollte. Aber was denkst du darüber? Hast du eine eigene Theorie dazu? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.